Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das von den Taliban verhängte Arbeitsverbot für Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen in Afghanistan hat breite Kritik ausgelöst. Außenministerin Baerbock schrieb auf Twitter, die Anordnung breche humanitäre Prinzipien und gefährde die lebenswichtige Versorgung der Menschen. Ähnlich äußerten sich UN-Generalsekretär Guterres und US-Außenminister Blinken. Als Reaktion auf den Taliban-Erlass stellten heute mehrere Nichtregierungsorganisationen ihre Arbeit am Hindukusch ein. Weibliche Angestellte von Hilfsorganisationen, die Aufklärungsarbeit in Afghanistan betreiben. Von nun an soll das nicht mehr erlaubt sein. Weil sich viele Frauen nicht an das Verschleierungsverbot gehalten hätten, haben die Taliban ihnen die Mitarbeit in Hilfsorganisationen verboten. Ein Großteil unserer Hilfsbedürftigen sind Frauen. Und um Zugang zu diesen Frauen zu haben, brauchen wir unsere nationalen weiblichen Angestellten. Auch die Partner brauchen diese weiblichen Angestellten. Und ohne diese werden wir keinen Zugang zu weiblichen Hilfsbedürftigen haben. Von daher mussten wir alle Aktivitäten einstellen. Mehr als 200 Hilfsorganisationen haben sich heute in Kabul darüber ausgetauscht, wie sie in Afghanistan unter diesen Umständen weiterarbeiten können. Eine einheitliche Lösung konnte noch nicht erarbeitet werden. Mehrere Organisationen haben ihre Arbeit vorübergehend unterbrochen. Für Millionen von Afghaninnen und Afghanen hat dies dramatische Konsequenzen. Der Zugang zu dringend benötigten Hilfeleistungen wird immer schwerer. Frauen werden mit dem neuesten Verbot weiter in ihren Rechten beschnitten. Die Taliban befehlen Frauen nicht zu arbeiten. Ich aber habe eine Familie, um die ich mich kümmern muss. Wie sollen wir überleben? Mein Mann ist krank und ich muss die Rechnungen bezahlen. Wenn ich nicht arbeite, woher sollen wir dann das Geld bekommen? Was sollen wir nur tun? Ratlosigkeit und Verzweiflung, wie sie zurzeit bei vielen Millionen Frauen in Afghanistan herrscht. Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft dazu aufgerufen, den Krieg in der Ukraine sofort zu beenden. Vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz warnte der Pontifex vor den weltweiten Auswirkungen des Konflikts. In vielen Ländern habe sich die Ernährungslage verschlimmert, sodass Hungersnöte drohten. Zum Abschluss erteilte Franziskus den traditionellen Segen Urbi et Orbi. Der Ruf nach Frieden steht in der Ansprache des Papstes im Vordergrund. Er erinnert an das Leid der Menschen in der Ukraine, die dieses Weihnachten nach 10 Monaten Krieg im Dunkeln erleben, so Franziskus. Der Herr mache uns bereit, mit konkreten Gesten der Solidarität denjenigen zu helfen, die leiden. Und er erleuchte den Verstand derer, die die Macht haben, die Waffen zum Schweigen zu bringen und diesem sinnlosen Krieg ein sofortiges Ende zu setzen. Papst Franziskus blickt auch mit Sorge auf weitere Krisenregionen der Welt, wo er einen schweren Mangel an Frieden beklagt. Syrien, Iran, Myanmar, die Sahelzone, den Nahen Osten. Jeder Krieg, das wissen wir, verursacht Hunger und missbraucht die Nahrung als Waffe, indem er ihre Verteilung an die bereits leidende Bevölkerung verhindert. Etwa 70.000 Menschen empfingen auf dem Petersplatz den Segen Urbi et Orbi. Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. Der weihnachtliche Segen für die Stadt und den Erdkreis soll den Menschen Hoffnung bringen. In der orthodoxen Kirche wird Weihnachten traditionell erst im Januar gefeiert. Das gilt für Russland wie für die Ukraine. Doch seit dem russischen Angriff versucht sich die Ukraine auch kulturell von Russland abzusetzen. Und so begingen viele Familien das Fest in diesem Jahr früher. Auch in einigen ukrainischen Kirchen erklangen die Weihnachtsglocken schon am 24. Dezember. Zum ersten Mal feiert Familie Landar Weihnachten wie die westlichen Christen schon im Dezember. Sonst haben sie orthodoxe Weihnachten wie Russland nach julianischem Kalender begangen, also am 6. und 7. Januar. Das fühle sich aber nicht mehr richtig an. Dieses Jahr will ich wegen des Krieges keine Verbindung zu Russland haben. Also will ich am 24. Dezember Weihnachten feiern, nicht wie in Russland. Святкувати Різдво 24-го не так, як в Росії.
Auch im orthodoxen St. Michaelskloster haben die Priester darauf reagiert, dass viele Ukrainer wegen des Angriffskrieges nicht gleichzeitig mit Russland feiern wollen. In dieser Kirche wurde ein historischer Gottesdienst abgehalten. Zum ersten Mal, wahrscheinlich seit Jahrhunderten, erklang am 24. Dezember ein Weihnachtsgebet. Die Weihnachtsmesse im Januar, gleichzeitig mit Russland, soll aber auch stattfinden. Die Ukraine ist ein demokratischer Staat und niemand sollte die Menschen zwingen, etwas gegen ihren Willen zu tun. Bei Familie Landar gibt es zum Fest nur einfaches Essen, Kartoffeln und Schweinefleisch. Feiern müsse man aber auch in diesem schrecklichen Jahr. Bei der extremen Kältewelle in den USA gibt es keine Entwarnung. Die Temperaturen liegen in vielen Regionen weiterhin im zweistelligen Minusbereich. Bei eisigem Wind und hohem Schnee bleibt die Lage mancherorts lebensbedrohlich, vor allem rund um die großen Seen im Nordosten der USA und an der Grenze zu Kanada. Hunderttausende Haushalte sind noch immer ohne Strom, viele auch ohne Heizung. Bislang wurden mehr als 20 Tote gemeldet. Die meisten starben bei wetterbedingten Verkehrsunfällen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, den zweiten Weihnachtstag. Heute Nacht fällt im Norden teilweise kräftiger Regen, sonst bei vielen Wolken meist trocken. In der Früh breitet sich vom Oberrhein Regen über den Süden aus und hält morgen länger an. Weiter nördlich auch Wolkenlücken, aber am Nachmittag breiten sich von Nordwesten kräftige Schauer bis in die Mitte aus. Auch Gewitter sind dabei möglich. Am Abend lockert es von der Nordsee wieder auf. Im Südwesten heute Nacht um 10, in einigen Alpentälern um 0 Grad. An der See morgen um 7, im Süden 13 bis 14 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 23.35 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Weihnachtsabend.